Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect Andromeda. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Technologie auf Habitat 7 hat den Planeten also verändert? Wir haben noch nicht alle Antworten. Von der Nexus sollten Sie auch keine erwarten. Sie erhielt ein paar Berichte, dann sind die Ketten aufgetaucht. Da war keine Zeit, fremdartige Texte zu studieren. Ja, in einer solchen Situation ist es vermutlich das Klügste, sich erstmal auf die Typen zu konzentrieren, die auf einen schießen. Brennt was und ich kann es nicht mehr scannen. Ich brauchte hier eine Reliktvorrichtung. Sie sollten sie scannen, Pathfinder. Was hat das denn in einem Cat-Lager zu suchen? Dem Schaden nach zu urteilen, haben die Cat Daten extrahiert. Dieser Kern ist zu stark beschädigt, um feststellen zu können, was sie erhalten haben. Dann müssen wir eben noch mehr finden. So, explosive Materialien. Initiativfahrzeug Pack Rack. Und das ist ein Fahrzeug der Cat. Gar nicht so gänzlich verschieden von unseren. So, Reliktstätte voraus, Pathfinder. Sie könnte über Verteidigungsmaßnahmen verfügen. Wir haben Ziele! Dort vorne ist ein Shuttle der Initiative. Es sieht ziemlich mitgenommen aus. Das sollten wir uns mal ansehen. Wenn auch nur, um sicherzustellen, dass die Kette es nicht kriegen. Teile für das Projekt von Anlage 2. Check! Weit verstreut. Thank you.
bin in sein Cat-Schiff gelandet. Die Geißel. Ich glaube, das könnte gefährlich sein, aber wir sollten es überprüfen. Diese Alien-Tech kommt in allen Formen und Größen. Aber wozu ist sie da? Ich weiß nicht, ob die Cat wirklich die Geißel erschaffen haben. Nicht, dass wir nachher Beispiel Erstkontakt krieg. Turianer? Ach Quatsch. Doch, Turianer und Menschen. Ich würde mal fast wetten, in Teil 2 arbeiten wir mit den Cat zusammen. Oder die Sache mit den Geth. Pathfinder, die Relikte haben die Landschaft vor uns verändert. Da, die Cat haben mein Lager aufgeschlagen. Das sieht nach einer Art Cat-Einrichtung aus. Wir haben gesehen, wie sie diese Tech auf Habitat 7 erforscht haben. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Aber wenn wir einen Blick darauf werfen wollen, müssen wir durch. Lebenserhaltungssysteme sind offline. Oje, 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 oje. Wir merken uns einfach dieser Landeplatz. Okay, ich merke gerade, wir können hier einfach nicht viel anderes machen, bevor wir nicht, hier zu diesem Best ein besserer Anfang gewandert sind, deswegen machen wir das jetzt. Oh, wenn wir es noch lebend dorthin schaffen. Dort vorne sind Cat Pathfinder. Ich rate zur Vorsicht. Ich wette, da drin sind Cat. Boah. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Wie kann ich das Ding reparieren? Nomad reparieren, das googeln wir mal gerade. Mass Effect Andromeda Nomad Repair. Repairing the Nomad.
Kümmern wir uns das mal ganz kurz doch mal an. So. Drive it up next to a forward base or bring it into a settlement. It will auto fix itself. Okay. Aha. So. Möchten Sie wirklich eine Schnellreise unternehmen? Okay. Ist nicht mal schlecht. Bringt Sie mich jetzt in die Situation. Der eigentlichen Hauptmission mal weiterzumachen. Ich denke mal, dass die Cat nicht zwingend. Abhauen. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Das Signal kommt von dem Bauwerk da vorne. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Ich orte Tech der Initiative in der Nähe von... über uns? Da, sehen Sie, bei dem Gerüst. Ein Shuttle. Ziemlich ramponiert, aber raumtauglich. So, guck mal, ob wir da hier auch dort hochkommen. Es ist rutschig, aber der Blick ist großartig. Wer wäre so verrückt, schwere Ausrüstung darauf zu tragen? Zu professionell für einen Bergungsgutsammler. Wer studiert diesen Ort sonst noch? So, dann lösen wir das mal jetzt aus. Das Alien-Gerät. Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Also nochmal da hoch. Ich war gerade dort oben. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder.
So. Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Das System wird instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Ihr Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energiezufuhr verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuch's mal. Nein! Hoch mit ihnen! Sofort! Wow! Ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit. Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben. Aber Sie müssen das Programm durchlaufen lassen. Es wird funktionieren. Glauben Sie mir. Ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen. Sie sind ein Pathfinder. Ich dachte schon, die Initiative hätte Sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber Sie sind real, hm? Reißen Sie mich doch nochmal um, nur um ganz sicher zu gehen. Nein, muss ich nicht. Sie sind eindeutig körperlich und sogar ziemlich stabil gebaut. Na, sieh mal einer an. Wow, cool. Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. Oh Mist. Ich kenne diese Dinger. Von Habitat 7. Später. Schalten Sie sie erstmal aus. Behalten Sie den im Visier. Die machen kleine Bots. Oh, ich wollte es gerade scannen. Nicht schlecht. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen, die Beobachter und Assembler-Bots. Das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als PB auch besser. Danke für Ihre Hilfe mit diesen Dingern. Ich bin Ryder. Sie sind mir ein Rätsel. Ich studiere diese Glyphen seit Monaten. Sie kommen an und puff, gelöst. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Manipulation der Atmosphäre. Könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pingt er die anderen an. Wenn Sie die ebenfalls aufwecken, führen Sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Sind Sie sicher, dass das EOS hilft? Oder bin ich nur eine praktische Methode, um diese Monolithen online zu bringen? Das beleidigt mich jetzt ein wenig, Ryder. Aha. Okay, vielleicht. Aber wir würden beide kriegen, was wir wollen. Es ist nur ein Versuch. Schlimmer können wir diesen Planeten sowieso nicht mehr machen. Hier, nehmen Sie meine NAV-Punkte. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt's alle möglichen seltsamen Dinge. Alright. So, Beobachterlinse. Irgendwo war doch eben da noch eine Kiste mit Munition. Ah, da hinten. Schaden kannst ja mal nix. So, weiter geht's also dann hier hinten hin und dann... Wo auch das Geheimprojekt ist, also kommen wir da eher raus.
Das ist, also okay. Und hier können wir auch nochmal die komischen Dinger, untersuchen. Die komische Tierwelt. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Pathfinder, eine weitere verstorbene Kolonistin. Merkst du mir den Namen? Oh. Ah ja. Aventi Tegan C. Die Strahlung hat sie getötet. Es ist eine merkwürdige Vorstellung, dass sich alles, was wir hier sehen, verändern könnte, wenn wir Erfolg haben. Ich mochte die Vorstellung eines zukünftigen Eos, die wir vor Beginn unserer Reise hatten. Grüne Wiesen, Flüsse, Wälder. Ich frage mich, wie es hier letzten Endes wirklich aussehen wird. Weniger Todesstürme wären ganz nett. Chalurion. Klassifizierung Säugetier. Herkunft Andromeda. Analyse ein wildes, vierbeiniges Raubtier, das sich tarnen kann, um sich an Beute dran zu schleichen. Da war eher ein bisschen was von einem... Sicher Säugetier? Hat eher sowas wie eine Mischung aus Echse und Fisch? Also mehr so ein Echsen-Amphibien-Dings. Forschungsnotizen. Anna Carroll. Wir sind in einer kleinen Gruppe von der Nexus aufgebrochen, um als Pioniere auf Eos zu landen. Die meisten meiner Leute wollen schon wieder zurück. Aber ich bin entschlossen, zumindest etwas Gutes für die Initiative zu tun. Ich habe diese Ruinen entdeckt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich werde sie weiter erforschen. Wer auch immer hier gebaut hat, könnte sich noch in Helios aufhalten. Wir brauchen seine Hilfe. Nichts ist so, wie Gian Garsen es sich vorgestellt hat. Die Person, die das hier zurückgelassen hat, sie gehörte zur ersten... Taktonoskope, Reliktpolymeter und... Welle von Kolonisten, richtig? Höchstwahrscheinlich. Und diese Forscherin könnte auch an anderen Reliktstätten Datenpads hinterlassen haben. So, nichts wie zum Nomad. Können wir denn da oben nämlich den Aufklärungsposten klar machen? Wenn wir jetzt hier hoch abbiegen und dann nochmal runter. Umgehen so ein klein bisschen die Cat? Das ist eine Höhle. Ich schätze mal, das ist der Durchgang zu den weiteren. Inselverlauf, Map-Verlauf.
Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. So. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Sehen Sie, dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Cat-Präsenz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Cat und Relikte. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die anderen an. Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben Sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind Sie hier. Noch mehr Reliktbots. Aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Zu spät. Das war ein klassisches Mission fehlgeschlagen. Sehen Sie, dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Kettenbesetz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Kett und Relikte. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die anderen antreffen. Aber gut, dieser Ort ist perfekt. Wenn wir den Himmel noch sauber kriegen, könnte das unser neues Zuhause werden. Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben Sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind Sie hier. So, jetzt probieren wir es nochmal aus und jetzt schießen wir nicht gleich los. Ich dachte, wow, die haben uns doch gerade nicht bemerkt. Angriff von hinten. Scheißdreck. Noch mehr Reliktbots. Aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? So. Ich registriere eine Stadt. Lexi, wir haben eine weitere Kolonistin gefunden. Es sind so viele. In Ordnung, schicken Sie mir Ihre Daten. Ja, wo denn? Ich sehe sie nicht. Die Kolonisten.
Kiste. Ich weiß es einfach. Sobald unser Linguist hier ist, werden wir dieses Rätsel lösen. Hier ist so viel Technologie, sie muss uns einfach irgendwie weiterhelfen. Und dann sehe ich auch endlich Kari wieder. Unser Start war vielleicht ein bisschen holprig, aber wir werden es schaffen. Wir... Oh nein! Nein! Verdammt! Die Relikte sind nicht nur Bots und blauer Himmel. Bleiben Sie vorsichtig! Sie wollten möglichst viele Daten retten, weil sie dachten, sie könnten vielleicht beim nächsten Versuch hilfreich sein. Ja, und dieser nächste Versuch sind wir. Und ich weiß immer noch nicht, wo die scheiß Tussi liegt. Also, die scheiß Leiche liegt. Oh Mann. Langsam habe ich den Bogen raus. Hier muss doch irgendwo diese tote Frau liegen. Was haben wir denn hier? Ich muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert. Hey, so langsam habe ich den Bogen raus. Ich weiß nicht, wo hier die Tote liegen soll. Ach, da hinten. Pavlov, Emira S. Verstanden. Danke, Ryder.
Entschlüsselung aufgrund fehlender Glyphenformation nicht möglich. Kennen Sie den Umgang der Glyphen? Mit einem Scan müssten Sie die fehlenden Glyphen finden können. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ist ja gut, weist mich ja noch dreimal drauf hin, dass ich jetzt endlich das mal scannen soll. Oh. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Glyphen. An das Resonanzgerät. Entschlüsseln Sie den Reliktcode, bla bla bla. X Entschlüsselungs-Override. Ach. Ach. Ist okay. Ah, was für ein blödes Rätsel. Muss ja einen Schlüssel um zur Reliktentschlüsselung übernehmen. Also, wartet mal. Das Ding haben wir. Ne, haben wir einmal unten drunter. Einmal unten drunter. So. Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. So. Das war jetzt nicht so intelligent. Und auf ein neues. Entschlüsseln Sie den Reliktcode, indem Sie dem Raster der Glyphen zuweisen. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form, darf dieselben Glyphen mehrmals auf. Ach, das ist ein scheiß Sudoku-Rätsel. Oh, fuck. Also hier haben wir das Symbol, hier haben wir das Symbol. Dieses. Hier haben wir das Symbol, also muss dieses Symbol schon mal hier hin. So. Haben wir es auch hier, hier und hier. Fertig. Na. Dieses Symbol ist nur hier. Und hier. Darf also nicht mehr hier drin sein, nicht mehr hier drin sein. Hier darf es nur hier und hier darf es nur hier sein. Okay. So. Das heißt, in allen drei darf jetzt nur noch eins sein, das noch nicht da ist. Das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Dann gehört das hier hin. Ja, was hier? Okay. Da, da, okay. Hier. Hier, hier. Perfekt. Ich hab's. Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden Sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Ein Leiter!
Landungsschiff der Kett. Ernsthaft? Hat man hier denn nicht mal eine Sekunde Ruhe? Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Da kommen Sie! Scheiße, ich bin nicht mehr rechtzeitig da runtergekommen. Oh Mann. Okay, wir haben auch schon viel zu lange überzogen. Das heißt, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect Andromeda. Macht's gut, bis dahin.